Servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Heute machen wir wieder ein bisschen was auf dem Grill. Eine ganz schnelle Nummer. Geht schnell, muss man nicht viel vorbereiten. Gell? Und wie wir das machen, und zwar mache ich feurige Hähnchenschenkel. Gell? Richtig scharfe. Muss ein bisschen aufpassen mit Hefe, weil ich mag es nicht ganz so scharf. Aber ich kann mir ein bisschen was auf Zeit untergeben, was ich richtig würzig mache, das Ganze. Und wie das geht, nehme ich euch mit in die Küche, wie immer, und zeige euch das, gell? Los geht's. So, jetzt habe ich da meine Hähnchenschenkel da, gell? Das sind 7 Stück. Die habe ich jetzt da eingeschnitten, dann zieht sich das besser zurück, dann kann man es auch besser anklagen. Die Haut tue ich immer ganz zurück zum Marinieren, gell? Und da habe ich so eine Paste mir gemacht. Was da genau ist drin ist, das verlinke ich euch unten natürlich wieder. Okay, und jetzt tue ich die so richtig marinieren, die Hähnchen. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt kommt da Zitrone drüber, das Ganze. Eine schöne Sicherheit. Schön. Okay. Okay, wie gesagt, Rezept genau schreibe ich euch drunter nachher. Ja, und jetzt geht es noch auf den Grill. So, jetzt haben wir ihn auf dem Grill. Der Grill wird auf 200 Grad gehalten. Indirekte Hitze, also mittlerer Brenner aus, links und rechts bloß so, denken wir 45 Minuten. Und nach 15 Minuten kommen die Kartoffeln noch dazu, die richte ich jetzt her. So, jetzt habe ich da meine Kartoffeln, die habe ich geviertelt. Und da habe ich jetzt Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Paprika, das schütte ich jetzt da drauf und vermenge das. Und ich komme dann eine Viertelstunde später zu den Hähnchen. Schinken, ja, bloß Handschürze. So, schön verrühren. So, jetzt nach 15 Minuten, wo die Hände drin sind, habe ich jetzt meine Kartoffel dazu. Da. Ah, riecht schon gut. Ja, das schaut doch gut aus, oder? Ich habe jetzt da nochmal eine ganze Zitrone drüber da und mit Petersil habe ich das frischen Petersil bestreut und ich trinke da ein Wein dazu. Ja, jawohl. Freunde, jetzt wird probiert. Wow, die Haut ist da in dem Fall, wenn man es so macht in der Pfanne, nicht so knusprig, alles ist was. Aber gut. Sie ist saftig, würzig. Muss ich mal die Kartoffel probieren. Eine schnelle Nummer, eigentlich gar nichts dabei ist, ja? Nein. Und die Würze und die Schärfe von den Chilis, von der Pasta. Die Pasta Basti. Hammer. Rezept verlinke ich euch unten. Oh, ich trinke es da und Evi an. Evi noch nicht. Prost, mein Schatz. Du musst ganz ruhige Hand haben, gell. Prost, mein Schatz. Euch. Ich glaube, ich bin gleich fertig. So, ja. Wahrscheinlich werden wir uns noch beim Schnapserl sehen. Bis gleich. So Freunde, das hat jetzt sehr gut geschmeckt. Klar, die Haut wird dann natürlich nicht so knusprig, wenn du es so in der Pfanne machst, aber das tut den Geschmack überhaupt nicht ab. Also es hat hervorragend geschmeckt. Schöne Schärfe durch die Chilis.
Und ist schnell gemacht, gell? Was haben wir gebraucht? Vorbereitungszeit, eine halbe Stunde, oder? Ist ja, sowas, ja, gell? Ja. Und dann, eine gute Stunde müsst ihr es drinnen lassen. Ich meine, das geht in 45 Minuten. Nein, ja, haut nicht hin. Also eine gute Stunde, also zumindest im Gasgrill. Und bei 200 Grad wird das einwandfrei. Wie gesagt, zuerst die Händel rein und eine Viertelstunde später dann die Kartoffeln. Dann wird das in einer Stunde ist alles super durch. Ja, gibt es einen Bohnenkamp, gell? Kleinen Nachspeis braucht es. Das darf euch ewig, du musst ein bisschen warten. Oh, wunderbar, gell? Schön, feine Wepsi. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.